Liebe Österreicherinnen und Österreicher, in dieser Stunde, wo MediaMed sein 10-jähriges Jubiläum feiert, habe auch ich, der Herr Hofrat Dr. Steindl, der viel für dieses Land getan hat, die Ehre dabei zu sein. Und es freut mich insbesondere, dass ich da vom Herrn Tollitsch, ist der werte Name, das ist übrigens der Herr Tollitsch. Herr Tollitsch, grüß Gott, Herr Tollitsch, grüß Gott. Grüß Gott, danke schön. Ich habe leider keinen Titel, es tut mir leid. Das macht nichts. Das macht Unterdingst halt, Unterdingst. Sie bitten Unterdingst? Ja. Dass Sie hier in diesem meinem Hause hier zu Gast sind, Sie und diese wunderbare Wertegesellschaft zum 10-Jährigen, das freut mich ganz viel. Leider bin ich in weiteren 10 Jahren wahrscheinlich schon in Pension, muss man sagen, nicht? Aber trotzdem, ich werde mit meinem Nachfolger, kann noch eine Nachfolgerin sein, nicht? Kann noch eine Frau, bin ich nicht so, nicht? Auch da wird Ihnen die Küche immer offen stehen. Ich möchte ganz herzlich MediaMed noch einmal gratulieren im Namen der Österreichischen Republik, vertreten durch Hofrat Dr. Steindl. Papa, du weißt, dass ich hier bei dem 10-jährigen Jubiläum dabei sein darf, Papa. Du müsstest nur das aus deinem Sohn, was geworden ist, sag doch der Herr Tollitsch nicht, Papa. Und jetzt möchte ich dich ganz herzlich küssen lassen, Papa. Und bin stolz auf mich, dich, uns und auf MediaMed. Weitere Jahre, Monate und Tage. Bitte eine Frage, ja? Herr Dr. Hofrat. Vision, ja. MediaMed 2030. Ich glaube, MediaMed wird jetzt eine große Rolle schon innehabend, aber in wie vielen Jahren? Da möchte jeder junge Softwaretechniker, jeder junge, wie ist das, Customer Support? Jeder junge Customer Support Techniker, jede Sekretärin, jeder Chef und so möchte dafür MediaMed arbeiten. Und wenn ich jünger wäre, auch ich. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen der Tradition und der Archivierung mit digitalen Technologien? Ein großer Zusammenhang, ganz ein großer. Mit der digitalen Revolution. Nein, Revolution ist schlecht. Nein, damit möchte ich nichts zu tun haben. Nein, Revolution, bitte nicht. Hier im Justizpalast der Österreichischen Bundesrepublik wollen wir nicht mit Revolution, mit sowas wollen wir uns nicht versichern. Nicht, Evolution, ja, Revolution, nein. Nicht, es hat gedauert, nicht, bis wir uns erhoben haben im Lauf der Geschichte haben wir uns, das war keine Revolution, das war eine Evolution, nicht? Und so ist es auch mit der das ist auch eine Evolution, Jahr für Jahr, nichts, so ein schieres Wort, Revolution. Würden Sie dem Geschäftsführer, dem Herrn Diplom-Ingenieur Peter M. Hofer ausrichten? Wofür steht das M? Das weiß ich. Maria? Peter Maria Hofer, das wusste ich nicht, dass da ein M ist. Das ist mir nicht. Entschuldigung, da muss ich auf dem Kärtchen schauen. Steht da ein M noch drauf? Ja, steht ein M. Maria, lieber Herr Hofer, mein lieber Freund Hofer, wenn ich so sagen darf. Lieber Peter M. Die Menschen, die du so um dich sammeln konntest in den letzten 10 Jahren, wunderbar. Da würde ich schauen, dass da noch jedes Jahr vielleicht 10% dazukommen. Irgendwie alles wunderbare Menschen, nicht? Die da mit Herz, Hirn und Kraft und Kreativität und Kompetenz und Gefühl und Mikrofon und Kamera und allem, was halt geht, nicht dabei sind. Da möchte ich sagen, einfach weiter so. Menschen ist das Wichtigste, was man um sich scharen kann. Ja, auch ich habe mal ein großes Unternehmen geführt. Und dann sind wir aus irgendwelchen Gründen die Leute abhanden gekommen, aber deswegen kann ich sagen, lieber Peter, Menschen sind das Wichtigste um dich herum und weiter so. Wenn du was brauchst, Peter, ruf mich an. Bin für dich. Herr Dr. Hofrat Steindl, danke für diese berührenden Worte. Im Herzen Wiens. Ja, muss man schon sagen. Danke vielmals. Schön, dass Sie da sind. Diese Veranstaltung ohne Sie wäre nicht das, was es ist. Fließen nicht, das ist alles eigenhändig von mir. Auch ich möchte im Namen der Österreichischen Bundesrepublik, vielleicht stellvertretend an Sie, und Sie geben es dann weiter dem Herrn Hofer, dieser kleine, es kommt von der Republik und von meinem Herzen. Nicht? Und vielleicht noch ein kleines Abschiedslied.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Media Mit. Happy birthday to you.